Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zinterbi und begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge. Yes, jetzt ist es endlich soweit. Bristol Airport. Wir sind heute hier und sollen uns mal diese Karte hier anschauen. Ich bin sie natürlich schon ein bisschen abgefahren, habe mir schon ein bisschen was angeguckt zumindest. Es ist eine kleine, feine Karte, ein Shuttle, eine Shuttle-Linie, die wir hier fahren können. Von einem Parkplatz zum Flughafen und wie gesagt, wie das Ganze heute ausschaut, das werden wir uns heute anschauen. Allerdings nehmen wir das Ganze heute mit einem Freeware-Bus hier und zwar von Alexander Dennis, den Enviro 200 MMC. Der ist komplett kostenlos zum Download und den könnt ihr euch dann dementsprechend natürlich angucken. Und alter Falter, wie gut sieht das Modell wieder mal aus, ja? Also man muss eins lassen, ja, aber das können sie, ja? Also diese Fahrzeuge, die sehen echt nice aus. Also das sieht hier schon aus wie Payware. Ist es wie gesagt nicht. Das könnt ihr euch wie gesagt komplett kostenlos runterladen. Ich glaube, die Klappe geht hinten auf. Ja. Da habt ihr hier noch so ein bisschen Motor, so Zeugs und so. Ne? Könnt ihr euch ja dementsprechend das Ganze angucken. Aber auch hier wieder, ja, wie gut. Ja, es sind nicht einfach nur Texturen, die raufgeklatscht sind, sondern es ist hier wieder einfach alles wieder ein 3D-Objekt. Und genau so stelle ich mir das Ganze halt dementsprechend immer vor, ja, dass das Ganze halt dementsprechend so ausschaut. Diese jede einzelne Lampe und alles, was hier unten Alexander Dennis Limited, ja, also. Und hier auch nochmal Emergency, wie gesagt, hier alles einzelne Objekte, das ist Wahnsinn. Wie gesagt, ich kenne Payware-Addons, die kommen nicht mal ansatzweise an diese Qualität hier ran, ja, dafür, dass das hier Ganze echt Freeware ist. Nehmen wir mal in der Passagieransicht und schauen uns das Ganze mal von innen an und dann können wir hier mal gucken. Und ich glaube, für so einen Bus, also für so einen Shuttle-Bus, denke ich mal, geht das hier vollkommen in Ordnung. Ne, haben wir hier hinten so hier vorne für die Koffer und sowas, können wir das Ganze hier abstellen. Und sonst hier, guckt euch die Texturen an. Das sieht aus wie, das könnte eigentlich auch fast durchgehen wie dieses Payware-Addon von Studio Polygon. Ja. Hier hinten bei der Tür sieht es natürlich ein bisschen komisch aus. Ne? Da muss man mal jetzt so gucken. Wo war denn die Tür? Hier, also die Tür, ne? Also die sieht natürlich ein bisschen eigenartig aus. Da gibt es auch keine Kameraperspektive hin. Aber sonst auch hier, na, hier unten sehen wir es dann doch schon, ne? Texturen. Ne? Also nicht wie bei, bei dem Studio MC, aber auch hier, ne? Die Sitzbänke halt auch komplett mit Schrauben dran. Ne? Und sonst, ja, haben wir hier, wie gesagt, Stuff. Und so weiter und so fort. Also das sieht eigentlich für so ein Freeware-Bus eigentlich schon extrem gut aus. Kommt so ein bisschen an die Qualität von Altair ran, finde ich. Sonst haben wir hier unser Alexander Dennis hier, Lenkrad hier, ne, mit schön, mit einem dezenten Logo hier. Wir haben hier oben, ja, so ein bisschen auch wieder das gleiche Gerät hier. Das scheint wohl einheitlich irgendwie zu sein von Hannover, Erik. Und sonst der gleiche Ticketer, den wir jetzt hier haben, auch hier. Das können wir zum Beispiel gar nicht öffnen. Anders als wir jetzt hier zum Beispiel in dem Payware-Bus von... Geht das hier nicht? Hier Türen auf und zu, aber auch hier diese einzelnen Schalter oder sowas können wir hier nicht betätigen. Aber mal gut, man muss dann auch irgendwo Abstriche machen zwischen Payware und Freeware, ne? Das ist ganz klar. Starten wir mal das Ding. Alexander Dennis, zack. Und so von der ganzen Aufmachung sieht er eigentlich identisch aus, oder? Okay. Aha, ja. Sie redet sogar mit mir, die Dame. Aha, aha, aha. Oh, das war wieder falsch. Ja, jetzt ist wieder alles anders hier. Jetzt müssen wir hier wieder. Also vom Sound her, oh, großartig, ja. Fantastisch. Ja, wir werden mal hier das Ganze jetzt einstellen, Driver Login, ja, da habe ich leider keinen Code für, die liegt kein Zettel auf jeden Fall, das ist natürlich ein bisschen schade. Hier haben wir auch nichts, hier sehen wir unseren kleinen minimalistischen Fahrplan, also Silverstone, dann haben wir um 12:41 Uhr, also wir werden wohl einmal hin und einmal zurückfahren, denke mal, sollte heute drin sein hier. Hier oben wieder auch so ein kleines Fenster, also so ein kleinen Bildschirm wieder und sonst hier oben das Ganze, wo wir das einstellen können. Wir machen es aber leider wieder mal über mein spezielles Menü hier. Und weiß ich gar nicht, Silverstone, also Terminal müssen wir da machen, dann machen wir Terminal Silverstone, so. Und dann fahren wir jetzt erstmal in die silberne Zone, wenn jetzt wir uns erstmal unsere, jetzt müssen wir erstmal gucken, Silverstone Start geht rechts rum, alles klar. Gut,
Ich glaube, wir sind soweit fertig. Wir können loslegen. Licht an, alles an. Los geht's. Wurde sich gewünscht auf jeden Fall bei uns in den Kommentaren. Deswegen dachte ich mir so, okay, dann müssen wir dem Wunsch jetzt langsam mal nachkommen. Nicht gedacht, dass hier so diese britischen Videos hier geguckt werden, hier bei mir auf dem Kanal. Auf jeden Fall wäre es hier definitiv noch wünschenswert, wenn man hier, wie gesagt, auch wie jetzt in den den Payware-Addon zum Beispiel reinschreibt. Wie der PIN ist. Jetzt müsste man jetzt wieder die Hofdatei wieder gucken und dann ist es natürlich halt wieder ein bisschen anstrengend. So, kommt hierher. So, und steigt allein. Wir haben noch 7 Minuten. Oh, hello. Hello, my friend. Boop. Boop. Hello, is it me you're looking for? Yes. Hello, mate. Schön auch, dass der Bus halt auch voll wird, ne? Und nicht einfach nur hier irgendwie einfach nur hier ein paar Fahrgäste drin und dann ist gut oder sowas, weißt du? Das ist trübt irgendwie so gefühlt das Ganze halt nochmal so ein bisschen. So, also sind wir hier, obwohl das Bild ist jetzt hier echt nicht hübsch hier. So, noch schnell ein YouTube-Bildchen machen. Schon mal dabei sind. So. Mit dem Alexander Dennis hier unterwegs. Wie gesagt, komplett Freeware. Könnt ihr euch halt auf der Seite runterladen. Mal gucken, vielleicht, wenn ich es vergesse, verlinke ich euch den Link sogar unten rein. Müsst ihr euch allerdings registrieren, um dort Sachen downloaden zu können. Ne? Also das ist schon Pflicht. So, ich glaube 35 war das Ganze. Natürlich, abbrechen. Haben wir hier noch ein paar Fahrgäste, die wir hier mitnehmen wollen? What? Hi, dear. Hi, dear. Sorry, not in service. Hinter uns ein schöner Citaro in Gelenkvariante. So, aber den kennen wir natürlich schon zugute. So, Türen zu, los geht's. Bus ist voll. Ihr hört's auch, so ein bisschen wie im Bussimulator. So, allerdings haben wir jetzt natürlich unsere Hilfspfeile ausgemacht. So, Shuttle Zone. Ja, eigentlich brauchst du hier keine Hilfspfeile, ne? Die fährst du ein, zwei Mal, danach hast du eigentlich alles raus. Mit 20 bitte. Das vermisse ich so in unseren Bussen, sodass du dann halt so diese Gespräche hörst. Je voller halt der Bus wird, desto lauter wird es natürlich auch im Bus, ja? Aber auch die Karte hat natürlich einige Fehler. Zumal sich die KI hier wirklich festfährt. All route erst exit. Hier nämlich, hier fahren sie sich immer fest.
Weil ich jetzt Kollision anhab. Wir fahren halt einfach hier nicht weiter, ne? Da musste ich mal warten. Keine Ahnung, was hier Sache ist. Machen wir mal jetzt, was jetzt nicht so erlaubt ist. Schlängen wir uns jetzt hier leider mal ein bisschen durch hier. Es tut mir leid. Normalerweise wisst ihr ja wirklich auf Realismus wert, aber bei sowas kenne ich keinen Spaß. Halt unbegreiflich, warum er nicht fährt. Hier links hier Flughafen, ne? Wo er hier schon, ihr merkt, schon ein bisschen mehr laden muss als sonst auf den anderen britischen Karten, die wir so hatten. So, Silver Subtle Left Line. Bristol Airport. Keine Ahnung, was jetzt hier gerade los ist. Hier zum Beispiel hier fährt sich die KI permanent fest hier an der Stelle hier. Und so wie es ausschaut, wird die Karte leider auch nicht mehr geupdatet. Weiß ich nicht. Aber EasyJet. Der Kollege hier steht hier. So, wir fahren jetzt hier raus lassen.
So, können wir jetzt hier umschalten auf. So, jetzt sind alle. Hallo! Hey, Driver. Hallo, Lad. Hallo, Mike. Ich weiß nicht, ob wir alle mitkriegen hier. Hello. Also voll wird er auf jeden Fall der Bus. Also das kann man auch lassen. Hallo da. Alter Falter! Ja, der Fahrplan, der hat jetzt irgendwie nicht mehr reagiert. Was ist los? Auf einmal leise. Und zweiten Exit. All routes hier. Fährt wieder nicht aus unerklärlichen Gründen hier. So.
Oh. Da muss ich ruhig kommen. Ah. Oh, komm schon. Natürlich fies, wenn der Kollege dann auch einfach stehen bleibt, ja, nichts macht, dann hast du natürlich ordentlich Probleme, da irgendwie was zu machen. So, und damit sind wir hier an unsere Endhaltestelle angekommen. Ja, Leute, das war auf jeden Fall die Bristol Airport Karte. Die ist, wie gesagt, auch komplett kostenlos. Könnt ihr euch selber mal antun, wenn ihr Bock drauf habt. Aber wie gesagt, wirklich, ja, viel ist hier nicht. Ich glaube, es gibt noch eine längere Linie. Die dauert dann, glaube ich, 5 Minuten länger oder sowas. Aber je nachdem, ob man da Bock drauf hat. Auf jeden Fall, der Bus ist erstklassig. Ne? Also der fährt sich genauso sehr, sehr angenehm. Und ja, da gibt es ja eigentlich weiter nichts mehr zu sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns natürlich dann zum nächsten Video hier wieder, wenn es weitergeht mit OMSI 2. Ich verabschiede mich, ich bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.